immer die Norm von. Hey, guck dir das an. Schönen Nagellack, ja, oder? Aber deiner ist auch voll schön, zeig mal. Ja, lass dich ja raus zu machen. Ey, guck mal da. Jeder geht seinen Weg, doch alle Wege kreuzen sich. Mit jedem Schritt ein Weg ins Glück. Auch wenn es wieder Wolken gibt, auch wenn der Wind wieder weht und wir zerstreut sind im Land, sag, wer ist dann da und nimm mich an die Hand? Gedanken, die sich nur um uns handeln und uns Schritt für Schritt zu Egoisten verwandeln, sodass wir lieber an uns denken als an unsere Verwandten, unsere Nachbarn, unsere Mitmenschen. Gibt es keine, die ihr mitdenken? Oder Leute, die den Weg aus dieser Krankheit in das Licht kennen? Sie schauen hin, doch verschließen gleichzeitig die Augen. Sie fallen in Ohnmacht und ich falle vom Glauben. Sie laufen und sehen die Angst im Gesicht. Doch ihre Gesichter, sie blicken ins Nichts. Die Gedanken woanders, aber doch sind sie hier. Soll ich jetzt helfen? Vielleicht ist das ein Spiel. Vielleicht ist es nicht ernst. Und doch alles nur ein Schein. Doch dann haut er ihr mit der Faust eine rein. Ein Moment des Schreckens, die Gesichter sind bleich. Die Hilfe zu spät, wegen des Wortes vielleicht. Doch wenn jetzt nicht die Hilfe, sag mir wann dann. Nun wird jeder wach und jeder tut, was er kann. Das Opfer in Trost, der Täter geächtet. Mit diesem Moment hat er selbst nicht gerechnet. Und so rennen sie auf den Täter los. Er rennt davon so zweifellos. Seine Situation ist hoffnungslos. Kein Weg mehr raus, es ist aussichtslos. Zivilcourage schon immer belehrt. Zu lange zu warten ist immer verkehrt. Und auch dich kann es treffen. Und dann fragst du gespannt, wer von den Leuten, die zuschauen, nimmt dich an die Hand? Habe ich etwa einen Fremdsprachenlehrer bestellt? Das geht gar nicht. Und dann auch noch auf Afrikanisch. Bin hier in meinem eigenen Land zu Hause und verstehe nur Japanisch. Ja, ich bin panisch. Denn Leute wie du gefährden meine deutsche Kultur dramatisch. Und überhaupt, was redest du so laut? Tut mir leid, dass in meinem zivilisierten Land kein wilder Elefant durch die Straßen stampft und wir uns anschreien müssen, als wären wir im Kampf. Das hier ist Deutschland, nicht da, wo du eben herkommst. Hier spricht man ruhig, gesittet und dazu auch mit Respekt. Ihr kommt nach Deutschland und nehmt uns die U-Bahn-Plätze weg. Ihr nehmt uns alles weg, unsere Sprache, unser Essen, unsere Männer und Frauen und Kinder. Ihr wollt unser Land zu eurem Afrika machen, im Frühling, im Sommer, im Herbst und im Winter. Und die Politik schaut tatenlos zu. Bin von denen eh schon lange enttäuscht. Du bist hier zu Gast, junges Fräulein. Also sprich gefälligst Deutsch. Warum sprichst du kein Deutsch? Weil ich die Freiheit habe, zu wählen zwischen Deutsch, Englisch, Französisch. Welche Sprache ich wähle, entscheide ich ganz persönlich. Und jetzt entscheide ich mich für Deutsch, damit du auch kapierst, dass man in Deutschland nicht unterbricht, wenn man telefoniert.
Herzlich willkommen, liebe Schülerinnen und Schüler. Öffnet alle Fenster und nehmt mal eure Bücher. Wirft sie aus dem Fenster, kein Unterricht für Rentner, denn heute wird getanzt, meine Tänzerinnen und Tänzer. Denn ganz im Ernst, es geht nicht darum, was in den Büchern steht, sondern vielmehr, welches Talent in meinen Schülern lebt. Sag mir mal, was kannst du? Elif Mohammed Jansu, Salsa, Capoeira, Steppen, Breaken oder Crump. Du kannst für dich entscheiden, tanzen oder Gedichte schreiben, mit deinem Können Geschichte schreiben. Denn jeder ist ein Schüler und ein Lehrer. Man braucht Übung und macht Fehler, aber früher oder später bist du Experte, Professor, Doktor. Auf deinem Gebiet bist du Dumbledore aus Hogwarts. Noch viel zu wenig Toleranz für das, was du kannst. Der noch immer schönste Tanz ist die Akzeptanz. Mit der Gruppe Neo Momo Lazaro, wir hören die Beats und die tanzen dazu, Bro. You have no chance. Wir tanzen alles Hip-Hop, Capoeira bis zu Breakdance. Wir sind gut, die Besten von der Messe. Capoeira King Neo gibt ein Kick in die Fresse. Auf die böse Leute ohne Respekt oder Anstand. Ihr wollt den Battle, doch könnt nicht mal einen Handstand. Also Abstand mit dir und deine Leute. Lazaro kommt und schnappt alle Bräute. Weichen aus mit der U einen Ratschlag. Sei lieber ruhig, gebe dir jetzt einen Ratschlag. Wie dann wohl wissen, wie das Projekt ist, wäre nicht dabei gewesen. Wir haben dich vermisst. Vieles gelernt und vieles geschätzt, wie dann alles für dich, hier hast du dein Text. Junkies und Penner, davon gibt es viel zu viele. Das sind so zu Scheinpunkt und kämpft für eure Ziele. Hört auf Drogen, Tabak und Alkohol zu nehmen. Geht eure Wege und lebt euer Leben. Junkies und Penner, davon gibt es viel zu viele. Das sind so zu Scheinpunkt und kämpft für eure Ziele. Hört auf Drogen, Tabak und Alkohol zu nehmen. Geht eure Wege und lebt euer Leben.